Willkommen Leute zur nächsten Folge von Sparks Challenge. Ich habe mich wieder tatsächlich ein bisschen weiter noch beruhigt. Letzte Folge war ja schon so eine Folge, wo ich ein bisschen dann mit der Zeit runtergekommen bin. Und jetzt bin ich glaube ich wieder so weit, dass ich wieder loslegen kann. Mit neuen versammelten Kräften oder so, oder wie man das nennen will, geht's wieder an den Start hier. Das war ja wirklich ein bisschen schlimm vorhin. Ja, ich nehme das immer noch am selben Tag auf heute. Ich habe mir für heute vorgenommen, 10 Folgen aufzunehmen. Das ist jetzt die vierte. Das heißt, ich habe noch viel, viel vor mir. Und bin mal gespannt, ob ich das überhaupt in der Zeit schaffe, die ich hier so habe. Weil irgendwann muss ich dann auch noch was anderes machen. Ist das Zombie-Pigman jetzt auf mich aggressiv gewesen? Mann, das gibt's doch nicht. Ja, auf jeden Fall, gibt ja noch andere Sachen zu tun dann danach. Und die möchte ich nicht oder ungern verschieben. Ach genau. Jetzt sind die noch aggressiv auf mich. Ich habe gar nichts gemacht. Na geil. Jetzt sind die Viecher auch noch aggressiv. Ich werde gleich nochmal auf friedlich schalten. Das will ich mir nicht geben, hier diesen Stress. Weil dann hast du gar kein Leben mehr, wenn die ganze Zeit noch kommen und dich töten. Weil die sind übelst schnell und stark. Sonst sind die eigentlich harmlos, aber wenn du die einmal angegriffen hast, dann hast du verschissen. Dann kommen die hier wirklich die ganze Zeit. Die spawnen ja auch so übelst oft. Ja. Heißt also, ich schalte jetzt nochmal kurz auf friedlich. Ich weiß, ich mache das oft. Ich sehe das auch nicht so streng als Cheaten. Ich sehe es halt nur mal so, ja, so nebenbei mal als kleiner Trick. Ja. Wie man mal kurzzeitig brenzlige Situationen umgeht, sagen wir mal so. Und ja, ich meine, was bringt es mir, wenn ich jetzt auf normal stelle und das Spiel so richtig hart ist, weißt du, weil halt diese Situation so kacke ist. Wenn ich mich dann wieder nur aufrege und wieder noch länger brauche und bla, das bringt doch nichts. Das schalte ich lieber mal kurz auf friedlich, ja. Und da ist die Sache gegessen. Da sind sie wieder friedlich hier. Die Kleinen, hä? Da sind sie wieder handzahm. Wollen wir sie mal streicheln? Lieber nicht. So, ja. Also, immer diese normalen Skelette, ey. Die kommen viel zu oft. Es sollten viel öfter die anderen kommen. Ah, da hinten ist eins, glaube ich. Oder? Ja, da ist eins. Ja, die sind doch relativ selten, also... Das ist doof. So, komm, lass mich hier hoch. Was hier oben noch? Ist da was los? Nee. Gut. Ach man, wie lange es aber wieder dauert, diesen dritten Kopf zu kriegen. Das ist ja wieder unfassbar. Oh Mann, oh Mann. Ja, wo kommt denn der mit daher? Hä, wie kann er da treffen an der Stelle? Ey, diese Viecher regen mich aber auch auf. Die sind doch sonst nicht so schlimm, wenn ich in anderen Welten unterwegs bin. Da kommen auch nicht ununterbrochen diese scheiß Blazes. Ich verstehe das gar nicht. Level 20, Alter. Mal sehen, welches Level wir schaffen, bevor ich wieder sterbe. Also so ein Ziel ist Level 30. Erstmal, ne? Wenn wir das schaffen, bin ich erstmal froh. Ich glaube, wenn wir Level 30 sind, würde es auch Sinn machen, mal wieder zurückzugehen. Da könnten wir was auf Level 30 wieder verzaubern. Vielleicht auch ein Buch, wer weiß. Macht vielleicht Sinn. Oder vielleicht gehen wir bei Level 33 auch erst zurück. Kann man gleich zwei Sachen verzaubern. Oh, Alter. Wie vom Himmel gefallen kamst du jetzt. Und natürlich hast du nichts gedroppt. Das ist ja wieder sehr nett. So. Ihr nehmt die Festung ein. Ich werde es euch zeigen. Das ist meine Festung. Jüngs. Da müsst ihr schon ein bisschen eher da sein hier, ne? Du auch. Brauchst du nicht zu verstecken, du Camper. So. Ich baue übrigens mal hier die Fackeln ab. Die sind mir schon vor einiger Zeit ins Auge gestochen.
Die sollten doch mal weg. Wie viel hier noch ist, ey, ohne Witz. Da könnte man so schön, weißt du, alles weghauen. Dann könnten hier so viele Witterskelette spawnen. Aber vielleicht ist es besser, wenn sie unten nicht spawnen, dann spawnen nämlich oben mehr. Ja. Aber vielleicht könnte man dann auch hier mal öfter runter gucken. Ja, mal schauen. Alter, was geht bei der Musik? So. Zack. Kommt das da hin? Ja. Haben wir einfach ein bisschen abgebaut. Oh. Was will er? Ja, ja, Leute. Ich habe immer nichts fürs Thumbnail, ne? Für den Hintergrund. Das nervt mich in letzter Zeit immer. Das ist aber immer scheiße, wenn du hier im Nether bist. Hast die ganze Zeit nur diese rote Farbe. Was willst du da großartig in den Thumbnail-Hintergrund packen? Ja. Da bin ich ja schon immer ein bisschen am Überlegen, wie machst du es und so weiter. Ja, mal schauen. Das ist dann immer nervig, weißt du, diese ganzen Thumbnails immer zu erstellen. Ich weiß nicht, das ätzt immer so. Deswegen, also ich habe ja schon in Folge 50 oder 49, ne 50 war's, bin ich ja auch so ausgerastet, ne, weil ich da auch wieder gestorben bin. Was mir in letzter Zeit viel zu oft passiert übrigens. Da habe ich ja auch gesagt, ja, das ist viel zu viel Arbeit und ich sollte langsam mal aufhören, das soll endlich mein Ende finden. Es ist aber auch einfach so, ja. Ich meine, in solchen Rage-Situationen, da sagt man das schnell mal, ist alles scheiße, ich habe gar keinen Bock mehr, muss schnell hier aufhören. Ja, was man dann vielleicht wieder in einer ruhigen Situation dann wieder verneint, da sagt man wieder, ja, so schlimm ist es doch nicht. Aber irgendwo stimmt es natürlich trotzdem, ja. Und, man will natürlich schon irgendwo, dass es endlich mal zu Ende geht. Vor allem auch, weil man ja, ja, sich einfach mal wieder unterbieten will. Also ich wollte zumindest die Zahl von damals, diese 73 Folgen unterbieten. Wahrscheinlich werde ich damit 72 Folgen unterbieten oder so. Das ist vielleicht noch realistisch. Aber ich glaube, dass wir nicht großartig weniger Zeit brauchen. Weil, ja, wir liegen seit, weiß ich nicht, liegen einfach wieder so schlecht in der Zeit. Ich weiß nicht. Das ist einfach nur schlimm. Am Anfang waren wir ganz gut dabei. Aber jetzt seit einiger Zeit ist es wieder so richtig, es schleift einfach wieder, ja. Und, wow, Alter, hab ich mich erschreckt, ey. Oh. Nee, aber, es schleift jedenfalls wieder und das ist auf jeden Fall nicht schön. Warum sage ich ständig auf jeden Fall? Ich weiß es nicht. So. Ja, gleich sind wir fertig. Wir hatten ja damals auch so einen riesigen Raum ausgehoben. Den fand ich auch nice. Da sind mal viele Witterskelette gespawnt. Shit. Naja, es ging eigentlich damals. Also so viele sind jetzt auch nicht gespawnt. Ich habe dann auch mal gewartet und so. Aber, ja. Es ging halt doch schneller, als wenn wir den Raum nicht gehabt hätten. Und ja. So, wir sollten vielleicht mal die Entities löschen, damit wir mal neue Viecher spawnen können. Ich glaube nämlich, das geht gar nicht, wenn hier so viel rumliegt. Ach so, wir können die ja in den Kisten lagern. Die Blöcke. Dann machen wir das mal. So. Ja, hätten wir das. Haben jetzt hier einen schönen Raum. Da können auf jeden Fall überall Monster spawnen. Da kannst du mir nichts erzählen hier. Und ja. So, Leute, was will er schon wieder? Ja. Alter, ist es dein Ernst? Ich hasse diese Viecher mittlerweile, ne? Diese scheiß Blazes. Ohne die wäre das Leben so viel einfacher. Hilfe. Ich wurde irgendwie vorgeboostet. Ich dachte, irgendwas greift mich wieder von hinten an. Ey, das schießt da einfach das Witterskelett runter. Er hat ja nur eine Macke.
Schon wieder fast am Sterben hier. Warte mal so. Na, schönes Wetter draußen, ne? Hm. Ohne Witz, ne? Ich bin einfach nur überfordert. Also wirklich. Ich traue mich immer gar nicht hier runter zu gucken, ey. Weil ich immer denke, irgendwas schubst mich von hinten runter. Immer. Am besten, wir gehen mal noch ein bisschen weiter von der Festung weg. Es ist Schluss, nee. Ich mach mal wieder Musik an. Irgendwie war gerade wieder ein stilles Lied drauf. Ich sollte mir da echt mal die Titel rausschreiben, ey. Das habe ich schon seit Jahren vor. Dass ich mir wirklich mal die Titel rausschreibe, die so stumm sind und die dann mal lösche. Aber ich mach's einfach nie. Ich bin auch sehr konsequent, ne? Man merkt es. So, da unten, ach. Als ob. Das ist einfach die nächste Festung. Ja, nice. Das ist einfach noch eine Festung. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Welt von Skate 702 damals bei Sparks Challenge. Der hatte auch über irgendwie über so einen Berg so eine andere Festung. Ja. Da können dann auch noch Skelette spawnen. Vielleicht gehen wir da mal hin. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen bis jetzt. Hä? Wie konnte ich das nicht sehen? Jüngs. Oh shit, Alter. Das ist wieder so tief. Da traue ich mich mir gar nicht mal runter. Ob da was spawnt? Hm. Da haben wir jetzt eine Doppelfestung sozusagen. Ich tue mal hier den Zaun raus. Okay, Gold. Das kann rein, das brauchen wir nicht. Ja. Ist ja der Zaun, den sammle ich jetzt auch mal auf und tue den da rein. Sonst liegt der mir nur immer wieder im Weg rum. Hier haben wir schon wieder ein... Keine Ahnung was. Ein Schleim auf jeden Fall. So, hier geht's zweimal runter. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, läuft doch, ne? Ich muss mir nur irgendwie den Weg merken. Oh. Dias sind auch immer nice. Es lohnt sich vielleicht, hier mal durchzugucken. Hm. Hier ist jetzt wieder gar keine Blaze, ne? Das ist ganz komisch. Warum ist denn das so? Hm, ich check es nicht. Hier ist wirklich kein einziges Vieh gerade. Auf der anderen Festung waren richtig viele. Was hat denn das zu bedeuten? Ist das irgendwie, je länger du dich an einem Ort aufhältst, desto mehr spawnt oder was? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ja, Diamant-Pferdrüstung brauchen wir nicht. Bisschen Gold. So. Ja, ich würde sagen, ich mache die Folge ein bisschen kürzer. Ich beende die jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich stelle mich da vorne an die Kreuzung. Und ja, dann lasse ich es für die Folge gut sein. Und für die Woche, glaube ich, auch, ne? Morgen beginnt eine neue Woche und so. Krass. Gut, dann bis zur nächsten Folge.